Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe hier so halbwegs komisch in meinem Zimmer und meine Arme sind immer noch furchtbar. Weil es ist immer noch von Tennis und hier gebräunt und hier nicht. Das ist interessant. Ich bin mittlerweile seit 10 Monaten und 10 Tagen in Amerika. Also sogar noch länger als die meisten Austauschschüler überhaupt hier sind. Aber bevor ich jetzt anfange, meine Sachen hier alle einzupacken, dachte ich mir, ich will noch mal eine Roomtour filmen, um euch mein Zimmer zu zeigen. Ja. Ich habe das jetzt alles extra nochmal aufgeräumt, bevor ich dann gleich mit Packen anfange. Also wirklich, ich filme jetzt dieses Video und dann fange ich an zu packen und nach Hause zu fahren. Zu fliegen. Ich fahre nicht. Falls es euch interessiert, wie mein Zimmer zu Hause aussieht, kann ich euch meine alte Roomtour hier oben irgendwo verlinken. Und dann könnt ihr euch die auch angucken. Aber ich denke mal, dann fange ich einfach mal an und zeige euch, wie so hier so mein Zimmer in den USA aussieht, wie ich das so dekoriert habe und sowas alles. Ja. Das ist im Großen und Ganzen so das, was man sieht, wenn man so in mein Zimmer reinkommt. Also ich stehe hier jetzt so gerade in der Tür. Das hier ist übrigens die Tür. Und wenn wir dann hier so weitergehen, steht hier halt schon mein Koffer, den ich gleich anfange zu packen. Und da ist auch schon mein Handgepäckskoffer drin. Da ist noch mein Tennisschläger, den ich nachher noch einpacken muss, ja. Das ist dann hier so meine Kommode. Das bin ich. Hallo. Hey, Freunde. Da ist noch so ein Spiegel da dran. Da muss noch so ein Einhorn-Ding, das meine Gastmutter irgendwann mal aufgehangen hat. Dann ist da ein Bild, was ich zusammen mit meiner Gastmutter gemalt habe. Also, beziehungsweise ich habe eines und sie hat das gleiche gemalt. Dann da oben. Und dann auf der Seite sind halt noch mehr Bilder und eine Karte von Schleswig-Holstein. Ja, da ist übrigens auch noch die Schleswig-Holstein-Flagge und da die Dithmarsch-Flagge. Die haben meine Eltern mir in den Weg geschickt und dann musste ich sie leider aufhängen, ne? Das hier ist dann ein Kalender, den ich glaube meine Tante mir geschickt hat. Dann, das habe ich bei Leonie zu Hause gemalt. Ja, eine Kerze, ein A, das mir irgendjemand zu Weihnachten geschickt hat. Ich weiß nicht mehr wer, aber ja. Dann sind hier noch Bilder, das ist mein Gymnastics-Team, meine Freunde aus Deutschland. Dann stehen da so meine ganzen Parfüms, Body Sprays, Nagellacke und so Haargummis und ein bisschen Schmuck und so Zeugs. Hier den Eiffelturm habe ich von meiner Französischlehrerin zu Weihnachten bekommen war das, glaube ich, weil wir irgendwie so ein Spiel gespielt haben. Da unten liegt eine Bibel. Da ist noch ein Terminkalender, den schmeiße ich auch wahrscheinlich weg. Und eine Sephora-Tüte, ne? Dann ist hier oben einfach so mein Cappy von Washington. Na, also WA ist das State-Kürzel von Washington, ja. Hier, da sind Bilder mit Leonie und Wilma. Und da ist dann noch ein Bild von Homecoming. Ja, das ist ja schon mal lange her. Okay. Hier ist dann noch ein Bild von meiner Familie, noch mehr Bilder von meiner Familie und von meinen Freunden, Milena und ich, dann da noch eine Postkarte und halt, wie gesagt, die Karte. Und dann hier unten liegen jetzt schon die Sachen, die halt zu Goodwill kommen, also die Sachen, die ich halt nicht mehr haben möchte. Und hier stand halt noch ein Stativ, da stand eben gerade meine Kamera drauf. Hier ist dann mein Fenster, also so sieht so eine typisch amerikanische Nachbarschaft aus. Ich weiß gar nicht, wie typisch das ist, aber da hinten, ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Da sind die Berge. Dann ist hier mein Bett. Das stand vorher nicht ganz an der Wand drin, sondern halt mehr so in der Mitte des Raums. Aber ich wollte hier halt so mehr Platz haben. Deswegen habe ich das halt ganz an die Wand geschoben. Dann die beiden Bilder hat meine Gastfamilie aufgehängt. Genau wie das Kreuz da. Und da sind dann halt noch so verschiedene Sachen dran. Also einmal die Washington-Aussagen, dann noch ein Bild vom Winterball letztes Jahr. Mein Homecoming-Ticket. Den Aufkleber, den meine Tante und mein Onkel mir geschickt haben. Noch eine Postkarte und ein Brief von meinem Gastbruder. Und das war irgendwie mal so von der Kirche oder so. Und hier ist dann mein Bett. Ja, da sind irgendwie so gefühlt 1000 Kisten drauf. Das ist richtig typisch amerikanisch einfach. Mein Handy liegt da gerade nur so zum Aufladen. Dann ist dann das so mein Nachttisch, Nachtschrank, keine Ahnung. Da hängt noch eine Kette, die meine Mutter mir geschickt hat. Da, ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Da sind schon so Sachen drin, die ich nachher noch alleine packen muss. Und hier ist noch mein alter Laptop und mein neuer Laptop. Ich muss meine Sachen von meinem alten Laptop noch auf eine Festplatte machen, damit ich dann meinen alten Laptop nicht mitnehmen muss, sondern meinen neuen Laptop. Da steht dann meine Wasserflasche und mein Becher, den ich vom Tennis bekommen habe, zur Senior Night. Und dann ist da noch der Mülleimer, da müssen wir jetzt aber nicht genauer drauf eingehen. Und dann ist da noch irgendwie so ein Bild und da ist noch meine Gymnastikschleife. Also das ist so mein Kleiderschrank, aber den zeige ich euch jetzt lieber mal nicht, weil der ist halt komplett unaufgeräumt, also das geht halt echt gar nicht mehr klar. Und an dem Kleiderbügel da hing halt mein Prom-Kleid und es waren halt auch so ein bisschen Dekoration, aber
das habe ich halt schon nach Hause geschickt vor ein paar Wochen, deswegen hängt es da jetzt nicht mehr. Und es war am Anfang voll ungewohnt, weil dann war das halt so richtig leer da, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Aber das ist meine Schleife von Gymnastics, die muss ich auch unbedingt mit nach Hause nehmen. Ja, hier ist dann der nächste Spiegel, also eigentlich der große, also eigentlich so der große Spiegel in meinem Zimmer, würde ich sagen. Hier habe ich überall halt so Bilder aufgehängt, das ist abgefallen, da war irgendein Bild von Weihnachten. Aber hier sind halt so Bilder von meinen Freunden in Deutschland und auch ein paar von meinen Freunden hier so, aber halt eher mehr so, ach, das ist übrigens von Prom. Halt, aber eigentlich mehr so von hier, weil ich habe das irgendwie so am Anfang des Jahres gemacht und da hatte ich halt noch nicht so viele Erlebnisse. Ist halt alles irgendwie nur Fußball und von Homecoming ist noch so ein Bild, aber sonst, ja, alles Deutschland gefühlt. Dann habe ich hier noch so mein ganzes Schminkzeugs, also so aus Abschminkkram und sowas, alles hier drin. Das muss ich nachher auch nochmal durchgehen, weil ich ja noch nicht weiß, was ich davon mitnehmen möchte. Und ja, dann ist das hier halt auch schon wieder meine Tür. Ach, da hängt übrigens auch noch ein Spruch, den meine Gastmutter aufgehangen hat. Don't let anyone dull your sparkle, guys. Sparkle, oder so wie komisch ausgesprochen, also egal. Und ja, das war's dann auch. Ich kann euch dann hier noch einmal so kurz einen Überblick geben, also hier dann die Tür, da dann lang, so, das Fenster, es ist jetzt dunkel hier, ja, das war dann auch schon mein Zimmer hier in Amerika, das ist halt eigentlich echt relativ typisch amerikanisch, vor allem mit dem Kleiderschrank da, ich habe jetzt kein eigenes Badezimmer, es gibt auch viele Austauschschüler, die ein eigenes Badezimmer haben, aber ich habe halt keins, ich teile das mit meinen Gastgeschwistern, aber sonst halt irgendwie alles recht relativ typisch. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und uns beim nächsten Mal. Tschüss!